Christian Wessling, ich bin der stellvertretende Ortsbaumeister hier in Beesten. Wir wurden heute um kurz nach 10 alarmiert zu einem Wohnhausbrand. Sind dann mit 3 Fahrzeugen zeitnah ausgerückt. Konnten vor Ort dann feststellen, dass ein Pkw brannte und dieser Pkw brannte, ist dann schon aus Wohnhaus übergeschlagen. Wir sind mit 35 Kameraden vor Ort von der Ortsfeuerwehr Beesten. Zusätzlich haben wir die Ortsfeuerwehr Fern mit alarmieren lassen zur Unterstützung. Man konnte das Feuer und den Rauch von Weitem schon sehen aufgrund des brennenden PKWs, der wirklich im Vollbrand stand. Und der PKW ist auch total zerstört. Weiterhin konnte man sehen, dass die Flammen bereits auf das Haus übergeschlagen sind. Vom Haus hauptsächlich das Obergeschoss sowie der Dachboden. Da sind meine Kameraden jetzt noch bei, einige Blutnester abzulöschen. Teilweise ist hinter den Vertäfelungen halt noch schwierig, was zu finden. Als wir vor Ort eingetroffen sind, hieß es zuerst, dass sich noch eine Person im Gebäude befand. Gott sei Dank war es dann nicht so. Wir haben noch zu wenig, als dass wir das sagen. Das geht jetzt nicht.